mein Schwanz weht im Wind. Zeit, Leute, zu diesem neuen Video an einem wunderschönen Sonntag mit einer wunderschönen jungen Dame bei mir im Rückspiegel. Schleim kann ich. Zwei wunderschöne Leute, auch zwei wunderschöne Bikes, und jetzt höre ich auf, also das glaubt ihr, ich habe was geraucht. Wir sind heute auf dem Weg, eine kleine Ausfahrt zu einem, ja, wie sagt man, Denkmal ist es nicht, eine Sehenswürdigkeit unserer Region, die ganz mystischen Externsteine. Ist hier rechts? Wahrscheinlich ja, ne? Im Moment sagt so gar nichts. Ja, da fahre ich gerade aus. Wer weiß, wo es uns hinleitet. Wir haben nämlich wieder, ich habe wieder die App an. Ja, jetzt sagt die blöde Kuhroute, wird neu berechnet. Die blöde Kuh in meinem Navi-App da. Ah, oh, komm schon. Hat die ganze Zeit nichts gesagt. Da dachten wir natürlich, wir fahren geradeaus. Jetzt sagt sie Neuberechnung. So, wo wir hier gerade in Augustdorf sind. Oder fast in Augustdorf sind. Oder schon in Augustdorf sind. Ich weiß es gar nicht so genau. Gewerbegebiet Augustdorf. Gut. Hier gibt es eine schöne Strecke. Diese Strecke windet sich aber durch den Truppenübungsplatz der Kaserne hier in Augustdorf. Das heißt, die ist nicht immer freigegeben, sondern nur ab und an mal freigegeben. Und wir haben zwar überlegt, wagen wir es mal, fahren wir heute mal über den Truppenübungsplatz. Könnten ein Bombenerlebnis werden. Und da ich ja eh meinen Wehrdienst verweigert habe vor 35 Jahren, ja, so, ich bin halt schon 50, was soll ich machen? Ja, ja. Und weiß ich gar nicht, ob die mich ja gerne sehen würden. Da werde ich erst recht weggebombt. Ja, langeige Zieh wieder. Scheiße, ey. Aber vielleicht ergibt sich da noch die Möglichkeit, dass wir auch da mal eine Runde drehen. Und auf jeden Fall eine schöne Landschaft da. Und schöne Strecken. Man sieht schöne Spezies an Tieren da. Vögel, Rehe, Panzer. Das ist immer eine Ausfahrt wert. Ist aber nichts. Ja, es ist nichts gesperrt. Ja, ne? Na, dann sehen wir doch noch was von den possierlichen Panzern. Guten Tag. Darf man hier eigentlich filmen? Ich weiß es nicht. Na gut, es ist ja eigentlich nichts gesperrt, ne? Oh, in AMG. Warte auf mich! Könnte ich jetzt auch so einen schönen Clickbait machen, so AMG gejagt. Oder ich hätte wieder was. Oh, guck mal. Was ist das denn? Und der Hund dabei. Geil. Ja, sowas ist das Richtige für einen Sonntag. Ja, toll. Und den Tankding. Da kommt die Spamkarte auch immer rein. Ja, wenn man irgendwann mal Visitenkarten hat. Da kannst du dazwischen klemmen und dann immer dann klack klack verteilen.
mein Schwanz weht im Wind. So, Leute, wir sind wieder auf dem Rückweg von den Externsteinen. Sind noch in Detmold gerade unterwegs. Bewundern hier die moderneren und die älteren Häuser. Und ja, jetzt planen wir gerade noch in die Stadt zu fahren, die es nicht gibt. Oh, ich glaube, wir müssen geradeaus, aber ist eigentlich egal, wir hätten auch links fahren können, glaube ich. Ja, ja, ah, egal. Und auf Rückweg, hey, was ist denn hier los? Hohoho. Oh, hier ist Freilichtmuseum? Alter. Ja, aber hier vorhin war noch nicht so viel los, glaube ich. Oder sind wir hier nicht lang gekommen? Nee, ne? Ja, nee, an der, von der anderen Seite. Oh ja, hier, nee, hier sind wir nicht. Hallo, Freilichtmuseum? Hallo? Ja, guten Tag. Ja, es ist Sonntag, das Wetter ist schön. Leute sind unterwegs, guckt euch das an, Junge. Aber man kann nur sagen, Leute, es lohnt sich. Weil das Freilichtmuseum in Detmold ist wirklich eine Reise wert. Kann man schön ein paar Stündchen verbringen, durch die Gegend spazieren. Ja, genau. Packt euch gutes Schuhwerk ein. Aber es lohnt sich wirklich. Wir haben wirklich schöne Sachen da hingebaut. Und nein, es macht schon Spaß, auf jeden Fall. Und auch wenn man sich immer beschwert, oh, ist das voll, ist das voll, ist das voll. Ja, Leute, aber wann soll man sonst an so einem die war nicht echt. Ja, aber wann soll man sonst zu so einem Sehenswürdigkeiten fahren, so einem Zielort? Wenn nicht bei dem guten Wetter. Hä? Im Regen? Das macht alles. Nee. Deswegen. Ein anderes Event werden wir jetzt mal vorbeischauen. Und zwar sind das die Porsche Days in Bielefeld. Da kann man für lau sich ein paar schöne Gefährte angucken. Wie aufs Stichwort kommt ein Porsche aus der Seitenstraße? Jawohl.
Euro länger, ne? Und die hier. Das kaufen. Fahrt euch in den Tunnel. So Leute, wir waren gerade bei dem Porsche Day. Ein paar schöne Fahrzeuge, alte und neuere, angeguckt. Alles, was man sich nicht leisten kann, nicht leisten können wird wahrscheinlich. Und jetzt sind wir auf dem Weg in die Heimat. Auf dem Weg dahin fahren wir nochmal durch den Tunnel und gucken, ob dieses schöne Gefährt da vor uns den Spaß mitmacht. Da kommen wir nicht mit unserem Sound. Du vielleicht noch ein bisschen. Ja, er macht mit, komm. Er will dich. Macht nicht mit. So Leute, damit sagen wir Tschüss und schaut auf unsere Instagram-Kanäle, schaut bei Facebook rein, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, nach oben am besten, und sofern die das wirklich gemacht hat, die junge Dame da links, schaut auch auf ihren Kanal rein und lasst da auch ein Abo da. Support ist kein Mord, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und tschüss.